Hey Leute, was geht? Ich bin's, Timmy, Freunde, schaut mal, wir sind wieder in Minecraft, Freunde, und ich bin auf jeden Fall gespannt, ob sich Alphastein heute gerecht hat oder nicht, aber ich glaube, so wie es hier aussieht, Freunde, wir gehen erstmal in unsere Höhle rein, Freunde, seid ihr eigentlich dafür, dass wir das Ganze noch hier ausbauen, oder sollen wir erstmal das Projekt auf Eis legen, was anderes machen? Was meint ihr, Freunde? Aber so wie es hier aussieht, ich meine, viel mehr kann man hier gar nicht kaputt machen, Freunde, weil ich sag euch ehrlich, das ist eigentlich ein richtig, richtig schlechtes Gebäude. Ich sag euch ehrlich, das, was Max gebaut hat, das ist ein richtig cooles Gebäude, aber ich werde jetzt erstmal schauen, ob Candy da ist, Freunde. Und ob Candy alles wieder aufgebaut hat. Denn ihr wisst ja Bescheid. Entweder war das dieser... Das war auf jeden Fall dieser komische Alpha-Clan, Freunde. Das wissen wir. Und ich glaube auch dieser... Hä? Was denn hier passiert, Mann? Okay, ich glaube, irgendjemand hat hier die Falle ausgelöst, Freunde. Denn ich kann mich erinnern, hier war richtig viel TNT. Und hier war noch immer... Okay, das Hühnchen ist auf jeden Fall noch da, Freunde. Und irgendwie habe ich die Vermutung, Freunde, dass Candy gar nicht mehr hier wohnt, Freunde. Sondern, dass der umgezogen ist. Und da liegen auch noch diese Alpha-Banner und so. Okay, wisst ihr was, Freunde? Ich werde mal die ganzen Sachen hier einfach aufheben. Und wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass wir hier nicht runterfallen. So, ich meine, das sind ja auch die letzten Teile von Candy, seiner Falle. Oh Mann, hoffentlich fahren wir jetzt hier nicht runter, aber hey, da geht es auf jeden Fall richtig tief runter, Freunde. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Aber ich würde mal sagen, wir bauen es auf jeden Fall nochmal ein bisschen zu hier. Weil so kann man das Ganze ja nicht stehen lassen. Ey, das geht gar nicht, Freunde. Das ist immer noch Candys Eigentum hier. Auch wenn der komische Alpha-Clan das kaputt gemacht hat, Freunde, geht das gar nicht, Mann. Ich werde meinem Freund auf jeden Fall helfen. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. So, dann haben wir so ein komisches Schild. Wisst ihr was, Freunde? Wisst ihr, was ich machen werde mit diesem Schild und dem komischen Banner? Ich werde das hier... Och, Mann, es regnet und donnert. Aber ist egal, ich werde das hier runterwerfen, Freunde. Das werde ich damit nämlich machen. Hier, schaut zu. Hier, du blödes Alpha-Schild. Verschwinde. Und das komische Schild, das kann auch abhauen. So, das war's nämlich mit diesem komischen Alpha-Clan. Ey, das baue ich auch ab hier. Das braucht gar niemand, ey. Ich sag euch ehrlich, Freunde, Alphastein kann sich wohl mit mir anlegen. Das macht mir gar nichts, ey. Ich sag euch ehrlich, das ist Candys Bereich und niemand anderen seiner. So, ich will es jetzt von da oben auch holen, Freunde. Hey, ist ja gut, Mann. Komischer Donner. So, ich hoffe, das Schild haben wir. Okay, wir haben beides. So, und das werfen wir jetzt auch hier runter, Freunde. Sehr gut, Freunde. Wir haben das auf jeden Fall schon mal... Hä? Oh nein, es wird ja Nacht, Freunde. Ey, lass uns ganz schnell schlafen gehen und dann sind wir wieder bei gutem Wetter da. Let's go! So, Freunde, ich habe mich jetzt hingelegt, aber das hat nicht funktioniert, Freunde. Wisst ihr, warum? Weil noch ein anderes Spieler auf der YouTuber-Insel ist. Das heißt, irgendein anderer YouTuber ist noch hier, Freunde. Ich bin echt gespannt, wer das sein kann. Oh Mann, eigentlich will ich doch gar nicht hier los, wenn es so gewittert. Und es ist auch noch Nacht. Ey, das ist überhaupt nicht gut, Freunde. Oh, wenn ich nur wüsste, wer hier auf der Insel ist, Freunde, sage ich euch ehrlich, Mann. Aber was ist der Plan, Freunde? Was wollen wir machen? Ich glaube, ein guter Plan ist, Freunde, dass wir jetzt erstmal ein Boot holen und da runtergehen. Let's go, Freunde. Das Boot haben wir ja schon. Deswegen springen wir jetzt einfach runter hier. Let's go. Wow. Oh, yippie. Oh, das war ein richtig heftiger Jump, sage ich euch ehrlich, Freunde. Wisst ihr, zu wem ich jetzt hingehe? Zu Alphastein, Freunde. Ey, ich sag euch ehrlich, wenn Alphastein jetzt da ist, ne, dann gibt's richtig Ärger, Mann. Ich glaube, der ist zwar ein bisschen stärker als ich, aber das macht nichts, Freunde. Ich werde ihn trotzdem zur Rede stellen. Wisst ihr, was wir machen können, Freunde? Ich habe eine richtig gute Idee. Ich meine, der beste Minecraft-Spieler bin ich nicht. Und hey, verschwinde von mir. Ich wollte gerade was meinen Zuschauern erklären, ey. Und zwar, Freunde, ich meine, ich bin nicht der beste Minecraft-Spieler, aber ich werde versuchen, dass wieder ein bisschen Frieden auf der YouTuber-Insel herrscht. Und deswegen werde ich versuchen, einfach jedem Geschenk zu machen. Aber dir werde ich auf jeden Fall kein Geschenk machen, du blödes Monster da drüben. Kannst auf jeden Fall wegbleiben, ey. Deswegen, ich meine, wir haben schon ein paar Smaragde dabei. Die können wir auf jeden Fall weggeben, Freunde. So, und hä, was ist das Rote da drüben? Das sah auf jeden Fall interessant. Ach so, das ist nur Lava, Freunde. Ja, wir machen jedem Geschenk. Let's go. Wir machen natürlich jedem Geschenk außer Alphastein. Das ist natürlich logisch, Freunde. Und ich glaube, da müsste auch schon diese Alphastein-Insel sein, Freunde. Jetzt bin ich... Die haben... Nein, ey, die haben das wirklich weitergebaut. Wie heftig ist das denn, Freunde? Hä, wer hat das denn noch gebaut? Das sieht ja richtig heftig aus. Ey, ich sag euch ehrlich, da hat sich irgendjemand bei dem Spaß, hier hat sich noch jemand anderes auch einen Spaß gemacht. Und ich finde das richtig gut, sag ich euch ehrlich, Freunde. Hat hier irgendjemand was gebaut? So, Steinchen, geh zurück in deine Höhle. Da hat er recht. Wer auch immer das war, er hat auf jeden Fall recht. Dein Ende wird bald kommen. Das stimmt. Du hast dich mit dem Falschen angelegt. Das stimmt auf jeden Fall. Renn lieber direkt zu deiner Mama. Ey, das geht richtig, richtig beef. Ich sag euch ehrlich, Candy, Russik und alle werden auf jeden Fall alle gegen Alphastein sein. Let's go, Freunde. Warte, ist eigentlich... Oh nein, der hat das hier abgebaut, Freunde. Verdammt. Ey, nicht, dass hier irgendeine Falle ist oder so.
Hey, das macht auf jeden Fall Spaß, seine so komische Glocke hier zu drücken. Aber ich würde die auf jeden Fall eigentlich gern abbauen. Aber nee, das können wir nicht machen, Freunde. Das ist nicht gut. Ich frage mich eigentlich, was passiert, wenn wir hier den Sand wegmachen. Oh. Upsi, Alphastein. Hehe, ich mach das da wieder zu, ja? Ich glaube, du hast einen kleinen Wasserschaden. Hehe. Oh Mann, ey. Ich glaube aber hier, diese Banner, die braucht er eh nicht mehr, oder? Nee, die können wir auf jeden Fall wegmachen, Freunde. So, zack, das braucht Alphastein eh nicht mehr. Das sind jetzt nämlich die Inseln vom Niemandsland, Freunde. Das müsst ihr euch merken. Alphastein, den gibt's eigentlich gar nicht mehr. Haha, Alpha, wer? So sieht's nämlich aus. Und ihr wisst ja, Freunde, das alte Ritual. Jedes Mal, wenn man bei Alphastein ist, kann man kostenlose Dinge mitnehmen. Wie zum Beispiel Eisen kann man mitnehmen. Oh, so ein Block, der ist auf jeden Fall auch richtig gut, Freunde. Aber als Dank werde ich ihm hier diese komischen Banner wiedergeben, so dass er den nicht ganz weg hat. Wisst ihr, wie ich meine, Freunde? So, das kommt weg. Hier, so, das kommt auch weg. Zack. Das wäre natürlich voll mies, Freunde, wenn die komplett weg sind. Deswegen tue ich die einfach hier rein, Freunde. So. Aber ich sag euch ehrlich, Freunde, Alphastein, der meint hier, dass er jedem das Leben schwer machen kann. Das kann er komplett vergessen, ey. Vielleicht können wir noch irgendwas machen an seinen Augen. Das würde eigentlich ziemlich gut passen. Wie wär's denn, wenn wir hier irgendwas hinplatzieren? Wir können doch... Was können wir machen, Freunde? Oh, ich habe eine richtig coole Idee, Freunde. Wir können ihm so komische Augenbrauen malen. Ja, das machen wir auf jeden Fall, Freunde. Let's go. Wir werden mal kurz rübergehen, rüberschwimmen. Oder wir können auch hier einfach Dreck machen. Ja, genau. Dreck reicht auch für Alphastein. So, ich habe leider keine Schaufel dabei. Ich weiß auf jeden Fall, dass das einige triggern wird. Aber tut mir leid, Freunde. Ich habe keine Schaufel dabei. Deswegen müsst ihr mir verzeihen, Freunde. So, ich brauche auch gar nicht so viel Dreck. Ey, eigentlich hätte ich auch in den ganzen Kisten nachschauen können, ob da noch irgendwo Dreck ist. Da ist doch bestimmt Dreck gewesen, ey. Och, Mann. Ey, das wäre jetzt richtig lustig, wenn Alphastein kommen würde, dann gibt's richtig Ärger. Ja, hier ist sogar richtig viel Dreck, ey. Och nee, egal, Freunde. Wir nehmen einfach das, so, gehen rüber. Und ich hoffe, dass es auch bald wieder Tag wird. Let's go. So, gehen wir hier hoch, zack. Und dann bauen wir uns erstmal hier hoch, Freunde. Let's go. So, 1, 2, 3, 4, so. Dann kommt das hier hin, zack. Sehr gut. So, das kommt da. Wisst ihr, was wir machen, Freunde? Wir machen Alphastein so eine richtige Monobraue. Kennt ihr noch diese Monobraue? Oh, aua, das tut auf jeden Fall weh, ey. Aber egal, Freunde. Schönheit tut auch manchmal weh. Deswegen, so, wir, oh, oh, wir dürfen auf jeden Fall nicht runterfallen. So, ich werde mich jetzt hier, zack, wieder hochbauen. Let's go, zack, zack. Sehr gut, okay. So, das passt auch. Und zum Glück wird es wieder Tag, ey. Aber das muss auf jeden Fall so eine richtig, richtig dicke Augenbraue sein. So, zack, zack. Hey, stell dich mal vor, Alphastein kommt jetzt so her und schreit mich so an. Ey, was machst du bei meiner Burg oder so? Ey, das wäre schon irgendwie lustig, sage ich euch ehrlich, Freunde. So, zack, das kommt hier hin. Zack, zack. Und das war's, Freunde. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie hier sicher runterkommen. So, Leute, wir werden jetzt auf jeden Fall diese Statue hier verunglimpfen und da irgendwas dran malen. Hey, Candy! Candy! Ja, nein, du hattest denselben. Du hattest dieselbe Idee wie ich. Nein! Was machst du denn da oben, Timmy? Hey, was machst du denn da? Jawohl, Mann? Nieder mit Alphastein! Ja, nieder mit Alphastein! Ey, ich sag Alter, dir ehrlich, hast du die Nase hier gebaut oder was ja, ist das? Ja, ich hab die Nase hier gebaut. Die ist richtig witzig, oder? Alter, das ist richtig cool geworden. Genau die Idee hatte ich auch. Wirklich? Ich muss dir auf jeden Fall was geben. Hier, guck mal, das will ich dir geben, weil ich will jedem was schenken, weißt du? Ja, deswegen. Ein Smaragd? Warte mal, wo hast du das Zeug her? Das ist doch geklaut. Nö, das ist definitiv nicht geklaut. Alter, Timmy. Was? Das hast du niemals selber gefunden. Da weiß ich, da warst. Wo hast du das denn her? Wo gibst diesen Stein? Ich sag dir ehrlich, ich hab das von Alphastein. Oha! Ja, ich hab das von Alphastein. Dann nehme ich es natürlich gerne an. Ja, siehst du, deswegen, da kann man das ruhig machen. Und klein und rund und rein in meinen Mund. Und bam, Dankeschön. bitte, kein Problem, habe ich gern gemacht. Aber sag mal, Candy, wohnst du jetzt eigentlich woanders? Ich wohne bei iCrimex in der Nähe. Ich verstecke mich vor Sue und Russik. Ach so, da wohnst du. Ey, hast du was zu essen oder so? Was zu essen? Nee, aber ich habe hier so einen Smaragd habe ich vorhin bekommen. Guck mal. Ah, okay. Den hast du ja nicht von mir, oder? nein, habe ich nicht. Der ist von Alphastein. Okay. Ach so, ja, wenn der von Alphastein ist, dann ist alles gut. Boah, hast du hier auch... Ich habe ja auch ein bisschen zugebaut. Und ich habe alle seine Banner weggetan. Meinst du, das gibt Ärger? Aber was hat Alphastein dir denn getan, dass du sowas machst? Also er hat meine Burg eingenommen. Ich habe einen Grund, aber... Ja, ich habe...
Ja, das macht voll Spaß, das mache ich auch immer den ganzen Tag. Hier, zack, zack, zack. Nein, ich sagte ehrlich, wenn er sich mit meinen Freunden anlegt, dann gibt's richtig Ärger und da kenne ich auch keinen, da kenne ich nichts, weißt du, deswegen. Aber du weißt schon, wenn der jetzt kommt, dann bist du finito, ne, weil der ist richtig stark. Ja, aber der kommt doch eh nicht, ey. Warum soll der denn jetzt genau kommen? Also, was hast du jetzt gemacht hier mit der Statue? So eine Nase hier gebaut? Ich habe da so eine Nase gebaut, ich habe da so eine Monobrau da oben gemacht. Oha, ja, stimmt. Ja, das sieht auf jeden Fall richtig lustig aus, oder? Ja, sehr krass. Ich überlege gerade, was könnte man noch machen? Warte mal, die Sachen hier. Aber warum wolltest du den auch fertig machen, oder wie? Meinst du, das ist wertvoll? Ja, na klar. Oh, jetzt ist es, glaube ich, kaputt gegangen. Nein. Ach so, das warte, ey, hör auf. Upsi. Jetzt hat er nur noch ein Auge. Kann man das sieht voll lustig aus. Das brennt nämlich für immer. Warte, wir machen das natürlich wieder heil. Wir wollen jetzt kaputt machen. Ja, aber du hast recht. Was wir machen können, passt mal auf, das wird richtig stark. Hat hier ein Feuerzeug irgendwo drin? Warte, ich gibt's doch gar nicht. Ich habe aber Knochencandy. Kann man damit nicht eins machen? Nee, nicht mit einem Knochen. Ich brauche einen Feuerstein. Oh, nee, wir hatten mal das einen. Aber Feuerstein hat ja alles kaputt gemacht, Mann. Da hinten geht's runter, aber nee. Wir brauchen Feuerzeug. Wir müssen das hier anzünden. Hä, seit wann hast du eigentlich eine Krone? Ich bin doch der König der YouTuber-Insel. Ich hab eine Burg bei Crymax. Ach, du hast die Burg gemacht. Ja, ich bin der König der YouTuber-Insel. Dann ist das dein neues Haus. Ich dachte schon, das gehört doch Alphastein. Nein, das ist meins. Ah, ich wollte das schon kaputt machen oder so. Ich sag dir ehrlich, wo ist denn jetzt ein Feuerzeug? Ich weiß nicht, wo ein Feuerzeug ist, Mann. Oh, Mann. Warte mal, hier sind Schilder von Alphastein bestimmt. Ja, klar sind hier Schilder. Ich hab nur ein halbes Leben, Candy. Hast du das geschrieben? Nö, aber Alphastein hat mehrere Feinde, weißt du? Ich glaube, das war Max oder Stani. Ja, okay. Oder Stu oder Armin. Da hat er jeden auf dem Kicker, ey. Der hat mit jedem Stress. Ja, das stimmt. Ja, deswegen, aber ich glaube... Hier hast du Essen, Timmy. Ah, sehr gut. War das hier drin, oder was? Nein, nein, das hatte ich noch dabei, das Essen. Ah, oh, sehr gut. Okay, drei Brötchen helfen mir auf jeden Fall. Ich hoffe, die sind noch warm oder so. So, jetzt können wir auf jeden Fall heilen. So, zack, zack, zack. Sehr gut, Freunde. Let's go. Hä? Hier sind doch voll viel Melonen drin. Ey, wieso habe ich die denn nicht gesehen? So, hier ist auch noch eine Kartoffel. Die nehme ich auch mit. Hm, okay, die goldene Axt lasse ich mal hier. Und diese komische Sichel da. Hä, wo ist Candy hin? Ach, da oben bist du. So, ich werde hier noch essen. Zack, zack, zack. Sehr gut. Candy? Ja? Oh, hast du jetzt ein Feuerzeug gefunden oder nicht? Leider nicht. Leider klappt das nicht, was ich vorhatte. Aber ich muss jetzt auch wieder gehen, ja? Ich habe nur eine Stunde am Tag. Ich muss nach Hause. So, ist deine Stunde schon vorbei? Ja, leider. Ach nein. Aber kannst du mir irgendwas sagen, wo es sich lohnt, wo es sich hingehen kann oder so? Wo es sich lohnt. Ja, ich will den Menschen was Gutes tun, weißt du? Was Gutes tun. Du könntest, wenn du jetzt aus deinem Haus rausgehst und einfach gerade rausguckst aufs Meer und dann mit dem Boot dahin fährst, dann kommt die Essensinsel und da kannst du Essen holen, weil Essen ist immer ein Problem. Essen und Leder. Essen und Leder, das soll ich den Leuten holen, oder wie? Ja, Mia musst du das holen. Und dann darfst du in meiner Burg wohnen sogar, Timmy. Hä? Ja, okay, dann mache ich das natürlich. Ich hätte das auch so gemacht. Dann bist du ein König. Checkst du das? Du bist dann der König der YouTuber-Insel. Wir sind dann beide Könige? Oha, voll heftig, Mann. Ja, na klar. Ja, okay, dann mache ich das auf jeden Fall, Candy. Ey, dann mach's auf jeden Fall gut. Ja, pass auf dich auf. Ciao, bis dann. Tschüss. Hey, let's go, Mann. Ihr habt auf jeden Fall gehört, was wir zu tun haben, Freunde. Ey, schade, dass Candy so viel Zeit hat. Aber wir müssen jetzt zurück, Freunde. Und dann holen wir uns das ganze Essen und ganz viel Leder, Freunde. Und Alphastein. Wenn du das siehst, ne? Das kommt dafür, wenn du dich mit den falschen Leuten anlegst. So, jetzt muss ich nur versuchen, wieder zurückzugehen. Ich glaube, in die Richtung war das. Wir versuchen es mal, Freunde. Let's go. Hey, da war so ein kleiner Delfin. Wie süß war das denn? Ah, habt ihr vielleicht gar nicht gesehen, Freunde. Ist nicht schlimm. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Mission, dass wir zu dieser komischen Essensinsel gehen. Und ich würde schon gern bei Candy eigentlich wieder wohnen. Sei ich euch ehrlich. Vor allem, da ist ja auch Max in der Nähe. Und dann können wir immer bei Max chillen, können bei seinen komischen Haustieren chillen. Ich meine, dieser Fisch sah schon ein bisschen komisch aus. Sei ich euch ehrlich, Freunde. Aber der hat auf jeden Fall auch einen schönen Hund und so. Deswegen würde ich mal sagen, dass wir da hingehen. Wir erledigen das Ganze für Candy. Wohnen dann in der Burg, Freunde. Und dann haben wir ein neues Kapitel in Minecraft. Let's go, Freunde. Wartet mal, Freunde. Ich habe da gerade eben was gesehen. Und ist das nicht ein Portal oder so? Warte mal. Freunde, das habe ich vorher gar nicht gesehen, aber... oha, hier ist hier einfach ein Portal. Ey, wie heftig ist das denn? Oh, das müssen wir auf jeden Fall noch auschecken, Freunde. Oha, hey, was machst du denn da? Wir haben auf jeden Fall eine andere Aufgabe, Freunde. Wir müssen zur Essensinsel. Ihr wisst warum, ne? Theoretisch können wir ja wieder diesen U-Bahn-Schacht von Candy nehmen. Da, wo er diesen komischen Tunnel gebaut hat. Das ist richtig cool eigentlich. Und wir wissen jetzt auf jeden Fall, wo Portale ins Nether sind. Das ist auch richtig gut.
Army hat eins, Crimex und jetzt hier in diesem komischen Gebirge ist auch eins. Heftig. Okay, hier ist auf jeden Fall Candies und mein Haus gewesen. So, wir gehen jetzt mal immer in diese eine Richtung hier. Und dann bin ich mal gespannt, wo diese komische Essensinsel ist. Zum Glück haben wir ein Schwert dabei. Okay, da vorne links ist schon mal eine Insel, aber das ist auf jeden Fall nicht die Essensinsel. Die war auf jeden Fall größer. Hey, und dieser Delfin, der verfolgt mich die ganze Zeit. Der muss hier irgendwo sein, Freunde. Wenn wir den auf jeden Fall sehen, ist das richtig lustig. Hört ihr den? Da ist der Delfin. Ey, der schwimmt immer neben mir. Der ist voll süß, Freunde. Ey, das sind sogar zwei Stück. Wie süß ist das denn? Freunde, ich habe keine Ahnung, aber... Ah, ey, wir haben doch die Essensinsel gefunden. Hey, ich wollte gerade sagen, dass ich die gar nicht finde, aber wir haben sie auf jeden Fall gefunden. Okay, wir müssen uns auf jeden Fall merken, dass wir von der Richtung wieder zurückkommen dann. So, das könnte auf jeden Fall ein bisschen länger dauern, aber wenn wir einfach in die Richtung schwimmen, dann passt das schon, denke ich mal. Okay, das Boot werde ich genau hier hin machen, Freunde. So, zack. Und dann werde ich... Hey, das braucht auch gar kein Mensch hier. So, und dann werde ich genau hier zurückschwimmen. Okay, Candy meinte, dass wir auf jeden Fall viel Essen mitbringen sollen. Und ich glaube, dass die richtigen komischen Kühe alle da drüben sind. Okay, da müssen wir nachher wieder zurückschwimmen, Freunde. Okay, es ist nicht so viel, aber wir kriegen auf jeden Fall hin. So, zack. Ich frage mich, ob man dieses komische Stein auch hier essen kann, aber ich denke mal nicht. So, Kühe, wo seid ihr? Hallo, ist da irgendwo eine Kuh oder so? Ey, wir brauchen auf jeden Fall Kühe, Freunde. Och nein. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier keine Kühe sind. Aber ich glaube, Pilze kann man irgendwie auch essen, wenn man die richtig zubereitet. Ich hoffe, dass die auch gleich wieder kommen, Freunde. Vielleicht finden wir irgendeine Kuh oder so. Das wäre natürlich richtig gut, wenn wir noch eine Kuh finden. Und da drüben ist noch eine Insel. Okay, sehr gut. Vielleicht haben wir da mehr Glück mit unseren Kühen. Aber wir haben auf jeden Fall richtig, richtig viele Pilze gefunden. So, zack, vor, das nehmen wir auf jeden Fall alles mit. Okay, Freunde, 34 Pilze haben wir schon mal. Ich würde mal sagen, wir gehen rüber. Ich dachte ehrlich gesagt, die Insel ist ein bisschen größer hier, aber die ist auch voll klein. Lass mal wieder rüberschwimmen, Freunde. Lass da einfach noch die Pilze mitnehmen. Vielleicht für noch eine andere Essensinsel. Wir dürfen auf jeden Fall nicht mit leeren Händen zurückkommen. Das dürfen wir auf keinen Fall machen. Und wir wissen ja jetzt, von welcher Richtung wir gekommen sind. Sehr gut. Hey, da ist eine Kuh. Sehr gut. Okay, echt. Zum Glück habe ich eine Kuh gefunden. Oh, schade, dass hier nicht mehr Kühe sind. Wir müssen auf jeden Fall ein paar Kühe züchten. Kann man die nicht mitnehmen oder so? Ey, wenn ich eine Leine hätte, würde ich es auf jeden Fall versuchen, Freunde. Aber irgendwie habe ich die Befürchtung, dass man die nicht mitnehmen kann. Ey, das tut mir auf jeden Fall leid, Kuh. Die macht, glaube ich, nicht mehr Mu. Aber vielleicht finden wir noch eine andere Kuh. Ich glaube aber, ehrlich gesagt, hier wird das nichts mehr mit diesen ganzen Inseln. Ey, jetzt habe ich das von vorher aufgehoben. Das wollte ich doch gar nicht so. Wir schauen auf jeden Fall kurz weiter, Freunde. Okay, da vorne ist auf jeden Fall schon mal das versunkene Schiff. Das heißt, hier müsste auch bald diese komische Essensinsel sein, die wir schon mal gefunden haben. Das ist auf jeden Fall ein richtig gutes Zeichen, Freunde. Oh, ist das da drüben eine Essensinsel? Nein, das ist keine Essensinsel. Ey, das ist irgend so eine komische andere Insel, Mann. Das ist wieder so ein Dschungel oder so. Candy meint, wir brauchen eine Essensinsel. Verdammt, wir müssen weitersuchen. Das da drüben vielleicht eine Essensinsel? Nee, Freunde, das sieht auch nicht nach einer Essensinsel aus. Verdammt, Mann. Oh, das da vorne könnte eine sein, oder? Ey, das sieht gar nicht so schlecht aus. Wobei, nee. Ich glaube, das wird auch nichts, Freunde. Ey, das kann doch nicht wahr sein, dass wir keine Insel finden, wo wir richtig viel Essen finden, Mann. Ich habe irgendwie die Vermutung, Freunde, dass das hier ein Schiff ist. Oh mein Gott, Freunde, ich habe ein versunkenes Schiff gefunden. Let's go! Okay, ich bin auf jeden Fall... das hört sich nicht gut an, Freunde. Wir sollten mal kurz wieder hochgehen, glaube ich. So, gehen jetzt erstmal hier hoch. Sehr gut. Ey, ich bin gar nicht gut im Tauchen, ne? Das ist gar nicht gut. Oh nein, da war gar nichts drin. Verdammt, nein. Oh, das hat sich gar nicht gelohnt, Mann. Schade, ich dachte auf jeden Fall, dass wir die ersten Mal hier das gefunden haben. Wisst ihr was, Freunde, wir werden mal zurückgehen. Ich glaube nämlich, dass wir gar nicht mehr so viel Zeit haben. Und naja, dann werden wir auf jeden Fall nochmal bei der Essensinsel vorbeischauen. Ey, ich glaube, wir sollten hier nicht sein, Freunde, oder? Meint ihr, das ist hier gefährlich? Oh, ja, das ist auf jeden Fall gefährlich. Ey, hier gehe ich nie wieder hin, Mann. Aber wir sind auf jeden Fall schon bei der Essensinsel. Sehr gut, okay, ich werde das auf jeden Fall alles hier noch abchecken. Hoffentlich sind noch mal ein paar Kühe da. Ey, hoffentlich haben die sich regeneriert oder so. Brauchen auf jeden Fall Kühe, ey. Okay, die Pilze sind schon mal da. Sehr gut, das ist nämlich auch nicht eine andere Essensinsel. Das ist 100% die gleiche. Okay, das Boot tue ich mal hier hin. Sehr gut, jetzt geht's erstmal hoch, Freunde. Ey, dieses komische Unterwasserungeheuer ist echt gefährlich, sage ich euch wirklich, Freunde. Hey, jetzt voll wenig Pilze, Freunde. Och, das ist voll unfair, Mann. Wieso können wir nicht eine Insel finden, die richtig viel hat, ey?
Ich werde es da hinten. Oh, ich dachte gerade, das ist ein Hai oder so, aber das ist ja nur ein kleiner Baby-Delfin, ey. Ja, schade, dass wir nicht so viel Essen gefunden haben. Ich hoffe, dass Candy auf jeden Fall gnädig ist, ey. Ich werde ihn dahin noch den Bambus mitnehmen. Nicht mal eine kleine Kuh haben wir hier, Freunde. Nicht mal Pilze oder so. Hä, das ist ja voll die komische Essensinsel, ey. Können wir irgendwas mitnehmen oder so? Ich werde dich mal nach unten bauen, Freunde. Vielleicht können wir da irgendwas machen. Nee, Freunde, ich glaube, das können wir auf jeden Fall vergessen. Ich glaube, es ist sinnvoller, wenn wir lieber zurückgehen. So, ich werde hier noch den letzten Pilz mitnehmen. Zack. Und vielleicht werde ich noch... Ist das Eisenerz oder so? Nee, was war denn das nochmal? Oder? Ah, das war doch Eisen. Sehr gut. Ja, okay. Vielleicht bauen wir das hier noch ab, Freunde. Vielleicht finden wir noch was. Weil ich glaube, wir finden hier gar nichts mehr, oder? Nicht mal Kohle oder so. Ey, das ist echt eine komische Insel, sage ich euch ehrlich. Aber nee, auch hier unten ist nichts. Oh, verdammt, ich habe meine Fackel nicht mitgenommen. Ey, die hätte ich auf jeden Fall mitnehmen müssen. Oh nein, 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 nein. Nicht, dass wir jetzt nicht mehr von der Insel... Hä? Hey, was geht, kleine Küchen? Könnt ihr euch noch ein bisschen mehr vermehren? Das wäre richtig nett von euch, sage ich euch ehrlich, ne? Ey, Freunde, vielleicht müssen wir einfach ein bisschen warten, dann vermehren die sich oder so. Oder die kommen immer bei Nacht, ich habe keine Ahnung, aber... Ey, ich muss dich mitnehmen, tut mir leid, ja? Och, Mann, die arme Kuh, ey. Ey, sollen wir die andere auch wirklich so behandeln? Ich weiß nicht, ey, doch, ja, es tut mir leid. Hä? Hey, du gehst ja in dein Boot rein. Ja, jetzt haust du wenigstens nicht mehr ab. So, hey, Freunde, das ist voll der coole Trick, aber der war auf jeden Fall nicht mit Absicht. Aber, Freunde, ist, glaube ich, wirklich besser, wenn wir jetzt nach Hause fahren. So, und ich glaube, wir müssen genau in die Richtung hier fahren. Was geht, Delfin? So, jetzt gehen wir erstmal nach Hause und dann gehen wir zu Candy, seinem Schloss. Und da werden wir, glaube ich, auch übernachten dann. Hä, was ist denn das für eine komische Insel? Hey, das ist noch eine Essensinsel. Let's go, Freunde. Und ich glaube, da sieht es auch ein bisschen besser aus. Wisst ihr was, Freunde? Da werden wir auf jeden Fall noch einen Halt machen. Und da sind Kühe. Oh mein Gott, wie viele Kühe sind denn hier? Jackpot, Freunde. Das brauchte ich auf jeden Fall. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Essensinsel auf jeden Fall nicht so viele Leute hier ausgebeutet haben. Hey, Kühe, was geht? Ich will euch eigentlich gar nichts Böses tun, nicht? Aber ich brauche das. Oh Mann, wie viele Kühe hier sind, Freunde. Das ist ja... Ey, das ist richtig heftig, Mann. Och, ey, die tun mir irgendwie richtig leid, Mann. Hey, da ist auch eine so... Du musst auf jeden Fall mitkommen hier. Zack, zack, zack. Nicht abhauen. Nein, hau nicht ab. So, und du kommst auch mit. Let's go. Zack, zack. Oh Mann, ich lasse auf jeden Fall noch ein paar übrig, Freunde. Alle will ich nicht erledigen. Aber wir brauchen auf jeden Fall richtig viel Fleisch und wir brauchen noch viel Leder für Candy, Mann. So, ich werde noch kurz die andere Insel abchecken. Let's go. Wobei, nee, eigentlich müssen wir das gar nicht. Wir haben schon so viele Sachen. Ey, bleib hier, ich will dir... Okay, eigentlich will ich dir schon ein bisschen was, aber jetzt nicht so viel. Und, boah, ah, da sind wir, Freunde. Wir waren hier auf jeden Fall schon mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das die größte Essensinsel in ganz Minecraft ist, sage ich euch ehrlich. So, du musst auch mitkommen hier. Okay, wir haben 26 Leder und 11 von diesen Beef-Dingern. Ich glaube, wir gehen gleich zurück, Freunde. So, Freunde, wisst ihr was? Wir reiten auf jeden Fall den Sonnengang entgegen und dann sehen wir uns, denke ich mal, morgen wieder. Ey, das war richtig, richtig spannend heute. Sag ich euch ehrlich, dass wir Candy einfach so getroffen haben, hätte ich gar nicht gedacht. Aber das war auf jeden Fall richtig schön, Freunde. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen, Freunde. Genießt auf jeden Fall den restlichen Tag und ich glaube, mit dem sollten wir auf jeden Fall Candy zufriedenstellen, Freunde. War auf jeden Fall ein richtig guter Loot und wie gesagt, Alphastein, ey, du hast auf jeden Fall mit einigen vermasselt, ey, sag ich dir ehrlich.